gegen 20 Uhr wurde bei der Berufsfeuerwehr ein Zimmerbrand angezeigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine Löschleitung und der Atemschutz in die Brandwohnung vorgenommen. Es konnte eine Person in der Brandwohnung vorgefunden werden. Diese wurde ins Freie gebracht und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Weitere Personen wurden ins Freie begleitet. Zwei Personen mussten mit Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude gebracht werden. Die Reanimation der Frau verlief leider erfolglos, diese verstarb noch an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.